Das Thema Digitalisierung in aller Munde, aber trotzdem nie so richtig erklärt oder begriffen. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen. Lass uns auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns gleich im Video. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Nico Becker. Ich habe mir heute wieder den Saad Shamo zu meiner Seite geholt. Wir werden heute über das Thema Digitalisierung sprechen. Und Digitalisierung ist ja so ein Begriff, der ja in den letzten Jahren irgendwo immer gefallen ist. Viele wehren sich immer so ein bisschen dagegen. Keiner kann sich so richtig, glaube ich, was darunter vorstellen. Und wir wollen jetzt heute das Thema mal so ein bisschen vielleicht für dich entmystifizieren, mal genau drauf gucken, okay, was bedeutet das überhaupt? Warum sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen? Warum muss man es vielleicht sogar auch? Und wie kann man so ein bisschen in Anführungsstrichen die Angst davor verlieren? Weil das ist so ein bisschen das, was wir in unserem Alltag jeden Tag eigentlich mit unseren Partnern erleben. Gerade wenn wir jetzt ja auch Kunden haben, die schon sehr, sehr lange im Geschäft sind. Dann gibt es halt so eine Mentalität von, das haben wir schon immer so gemacht. Und ich will mich da jetzt nicht ändern, wie auch immer. Und das steht ja so ein bisschen dem Sinn der Digitalisierung entgegen. Weil Digitalisierung heißt letzten Endes nichts anderes als digitale Medien, nicht nur für die Werbung zu nutzen, sondern im besten Fall für alle Prozesse, die es so im Unternehmen gibt. Und man kann da sehr, sehr viel machen. Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, warum auch viele das so ein bisschen als, ja, als Mumpitz abtun. Es wird halt ganz, ganz oft für ja, Zauberei letzten Endes gehalten. Das kann auch bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Also man kann damit wirklich Sachen machen, die so vorher einfach nicht möglich waren. Aber letzten Endes, und das ist auch die Empfehlung, die ich unseren Kunden immer gebe, sollte man erstmal damit anfangen, ganz normale, geradlinige Prozesse, die man sowieso schon hat im Unternehmen, einfach zu ersetzen, einfach mal digital abzubilden. Ja? Selbst wenn es von mir aus darum geht, dass man sich für jeden Kunden einen Zettel runterlädt bzw. ausdruckt und auf diesem Zettel anfängt, seine Notizen zu machen. Das muss nicht mehr sein. Er ist nicht nur umweltbelastend, sondern es ist auch einfach schwierig, weil diesen Zettel kannst nur du sehen, wenn du ihn auf deinem Schreibtisch hast. Wenn ich Informationen jetzt dem Monteur geben möchte, der gerade auf der Baustelle ist, muss ich ihn anrufen. So, geht nicht ans Telefon, der kriegt die Informationen nicht, am Ende des Tages wird es nicht gemacht. Irgendwie entsteht Arbeitsaufwand und du musst den als Unternehmer, als Geschäftsführer letzten Endes bezahlen. Und das ist genau der Sinn von Digitalisierung. Es geht nicht darum, dass wir ja sozusagen die Wunderbox verkaufen, die das Heilmittel für alles ist. Es geht darum, dein Unternehmen auch sicherer zu machen. Ja? Du kannst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Flugindustrie lange gesagt hätte, wir verzichten auf Digitalisierung, ja, dann würde es heute keine sicheren Flüge geben oder sehr viel unsichere Flüge. Und das geht natürlich nicht. Und für dich als Unternehmen ist es natürlich, oder als Unternehmer ist es irgendwo deine Pflicht, dass das Unternehmen funktioniert, dass es sicher funktioniert, dass für die Kunden alles richtig abläuft, dass die Mitarbeiter ihr Geld bekommen und so weiter und so fort. Und du kannst halt mit solchen Prozessen sehr viel Sicherheit in deinem Unternehmen schaffen. Aber zu den anderen Effekten sagt der Kollege jetzt noch was. Ja, Digitalisierung heißt ja auch so ein bisschen, dass es ein kleiner Wettbewerb ist. Also du musst dir immer so vorstellen, was du nicht anfängst heute, könnte ein Mitbewerber oder ein Mitkonkurrent von dir heute anfangen. Ja? Letztendlich ist das auch ein bisschen, sehen wir es als, aus Perspektive vielleicht auch als angehender Mitarbeiter. Ja? Ich würde mich eher bei einem Unternehmen bewerben als jüngerer Kandidat, das vielleicht digitaler aufgestellt ist. Und genau das ist ja eigentlich das Problem. Wenn du jetzt nicht damit anfängst, irgendwie deine Strukturen oder dein Marketing oder irgendetwas zu digitalisieren, dann werden andere Firmen das machen. Ja? Weil, wie mein Kollege schon sagt, es ist in aller Munde. Jeder will es machen, jeder hat sich das fest vorgenommen. Das heißt, jetzt ist nur die Frage, wann wer anfängt, weil drumherum kommst du eh nicht mehr. Wenn du an deine alten Prozesse, an deine alten normalen Arbeitsabläufe festhältst, dann wirst du früher oder später von den Unternehmen, die sich frühzeitig digitalisieren, die zumindest die ersten Schritte gehen, überholt. Das heißt ja letztendlich, ja, einmal wirst du ein attraktiverer Arbeitgeber, andererseits wirst du auch natürlich ein effektiverer Arbeitgeber. Ja? Wenn du durch die Digitalisierung und die Schritte den anderen Unternehmen ein paar Schritte vorwärts bist, heißt das, dass du vielleicht kostengünstiger produzieren kannst, kostengünstiger Marketing machen kannst, kostengünstiger irgendetwas machst. Wenn du kostengünstiger irgendwas machst, dann sparst du das Geld ja woanders ein, kannst in dein Unternehmen anderweitig investieren. Und das ist letztendlich die Gefahr dahin, wenn man zu spät anfängt, weil wir immer noch viele Kunden haben, die dann sagen, nee, vielleicht nächstes Jahr. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, weil solange du es verschiebst, wird es ein anderer schneller machen. Und dann verlierst du vielleicht den Wettbewerb gegen andere. Vielleicht bei der nächsten Ausschreibung hast du dann einfach in der Bearbeitung eine längere Prozedur, weil da alles immer noch vom Papier ist. Der Mitbewerber ist schon komplett digital, kann ein Angebot innerhalb von 24 Stunden erstellen
und dann hast du schon verloren, einfach weil du zu langsam warst. Genauso in der Mitarbeiterverwaltung. Sagen wir mal, du kriegst einen Bewerber rein und bei dir sind die Prozesse vom Bewerbungseingang bis zu einer Antwort geben einfach noch klassisch und ziemlich lang und es wird durchs Büro verteilt und die andere Firma, die hat da schon digitalen Prozess, alles geht automatisch, eine Mail geht raus und kriegt viel schneller Feedback, dann hast du einfach auch diesen Mitarbeiter vielleicht, diesen potenziellen Mitarbeiter verloren. Also was ich dir einfach damit mitteilen will, ist, sei einfach bereit für das Ganze. Du musst auch ein bisschen etwas Neues wagen. Und so kannst du vielleicht in deiner Region der sein, der letztendlich den Wettbewerbsvorteil genießen kann, weil er sich zuerst dazu entschließt, diesen Weg zu gehen. Dazu haben wir natürlich auch, also abgesehen von Werbung und etc., haben wir auch in diesem Bereich ein Coaching für unsere Kunden, wo wir auch genau auf diese Themen eingehen. Nicht nur allgemein Digitalisierung, sondern auch verschlankte Prozesse etc., damit du genau so wie in den Beispielen vielleicht der Erste bist, der reagiert. Da kannst du auch gerne mal auf uns zukommen. Da haben wir auch einige sehr, sehr gute Hinweise für dich. Das kannst du auch in dem kostenlosen Erstgespräch bei uns herausfinden. Also melde dich gerne einfach mal an und dann zeigen wir dir mal, wie du deinen ersten Schritt zur Digitalisierung machen kannst. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Wir hoffen, du hattest auf jeden Fall Spaß, hast ein bisschen was da rausgenommen. Wie gesagt, wenn du da mehr Informationen haben möchtest, komm gerne auf uns zu. Ansonsten viel Spaß bei den nächsten Videos. Bis dahin, ciao.